Ja, hallo, ich bin der Klaus Schledon, bin Top 64 auf den deutschen Meisterschaften gekommen, war 32. nach Swiss. Meine Matchups waren, also ich habe Runde 1 gegen Voices gespielt, dann gegen Unchained, Tempi, Snake Eye, Branded, Vanquished Souls, Voices, Melodisch, Tempi und Voices. Meine Loses waren einmal gegen Tempi und einmal gegen Snake Eye in Tag 1. Und Tag 2 habe ich dann Runde 11 gegen Plants gespielt, 60 Karten. Und in der letzten Runde habe ich gegen Snake Eye gespielt. Da haben wir gedrawt, weil ich gegen seinen Skilltrain spielen musste. Für 30 Minuten. Ja, ich habe Salaman Great gespielt, das beste Feuerdeck, 42 Kartenliste, fange ich mal an. 3 Gazelle, 1 Sala Fire, weil ich die Debug-Liste spiele, 2 Spinny, eigentlich könnte man noch nur einen spielen, aber manchmal kommt der zweite auf, wenn der erste verbannt ist. Da braucht man einfach den zweiten und der Boost, der 500er Boost kam auch oft auf. Und dann habe ich gespielt von den One-Off-Karten, einen Foul, einen Jack Jaguar, einen Foxy, einen Weasel, einen Mir. Foul war einfach nur die 42. Karte für Side-Deck-Patterns. Ich habe 3 Karten nicht gewusst, wie sie spielen soll und ich habe die immer hin und her gewechselt. Und habe am Ende mich für den entschieden. Das sind alle Sala-Karten, also Sala-Monster. Dann vor einem Extender habe ich eine Meowmine gespielt und 3 Debug. Gibt zum Beispiel die Debug-Variante. Meowmine ist gut mit Debug, weil du die suchen kannst. Die kannst du immer specialen. Wenn ein Link-Monster auf irgendeiner Seite oder in irgendeinem Friedhof ist, also sie gut gegen Snake Eye, going second, und sie bounce eine Karte, wenn ein Link 2 verbannt wird oder in den Friedhof gelegt wird. Also kann man seinen Sunlight-Wolf in Sunlight-Wolf geht, dann kann man eine Karte auf die Hand geben vom Gegner. Damit habe ich Skilltrain öfters geoutet oder gegen Branded in Albion, damit er nicht Lobelion holen kann. Dann für die Zauberkarten, erst für die Sala-Karten, natürlich einmal der Brick, aber die wichtigste Karte, Fieldspell, natürlich 3 Circle, ein Will und eine Charge und natürlich eine Counter-Trap im Main. Das ist, finde ich, fast Standard. Man kann gucken, ob man Will spielen will oder nicht. Ich mag Will. Hat mir auch einige Games gewonnen, auch gegen Skilltrain, weil die einfach jeden Zug wiederholt. Ich habe mich für die Counter-Trap entschieden, weil es einfach die bessere Karte going first ist, als Rage. Und Charge ist einfach so oft auch der Pop durchgekommen und ab und zu auch der Recycling. Du hast Infinite Grind mit dem Deck, wenn du die Karten spielst. Und Fieldspell-Counter, ich habe 6-mal Fieldspell gestartet. Dann für Extender-Play habe ich noch eine Seine Mining gespielt. Das ist zusammen mit Foul. Ah, und hier ist noch ein Code of Soul. Die habe ich noch gespielt. Das war ein Extender, einfach super mit Debug, kannst Raging im Gegner-Turn relinken für einen Extra-Search. Der gibt dir die Möglichkeit einfach zu relinken ohne Field-Spell oder halt zweimal zu relinken im Zug und das hat auch oft geholfen. Das waren die 3 Karten, von denen ich nicht wusste, was ich spielen soll. Dann habe ich auf 42 gekommen für die Side-Deck-Patterns. Das waren mal Familiars, das waren Parallel-Exit. Am Ende habe ich mich für einen Starter mehr entschieden, der mir Gazelle sucht und 2 Extender, die aber auch Normesamt sind. Und Code war halt einer der besten. Foul war nicht so gut, den habe ich immer rausgesidet. Würde ich nicht mehr spielen. Dann kommen wir zu Non-Engine, das sind 18 Stück. Also ich habe 3 Ash gespielt, 3 Nibiru, 3 Wailer, 2 Mourner, 3 Imperm, 3 Droplet und ein Call by the Grave. Das sind 18 Non-Engine. Sala ist ja bekannt dafür, gut Non-Engine spielen zu können und das sind all die besten, die man spielen kann. Ich habe auch mein Deck mehr auf für Snagger ausgelegt. Deswegen konnte ich auch immer mithalten und gut durchspielen, auch durch Skill Drain. Aber ich habe halt nur gegen 3 Stück gespielt. Und gegen einen habe ich gebrickt. Das war das Main Deck, 42 Karten. Dann Extra Deck. Fangen wir an mit den Sala-Karten. 1 Mirage Stadio, 2 Sunlight Wolves. Ich wollte gerne drin spielen, aber hat einfach keinen Platz. 3 Raging Phoenix braucht man einfach, weil Unicorn im Format ist. Und wenn Unicorn einen aus dem Extra Deck nimmt und du hast nur 2 gespielt, dann hast du einfach dein Play nicht mehr und dein Grind nicht mehr. Das ist irgendwann 3 korrekt. Kam auch sehr oft auf, dass ich den drin gebraucht habe. Einmal habe ich den dritten Sunlight vermisst, aber das ist halt einfach so. 3 Bailings, weil es gibt oft Combo-Lines, wo du 2 brauchst und der dritte für den Follow-Up brauchst, damit Jack Jaguar und Co. wieder live sind. Deswegen einfach 3 spielen. Dann muss man auch Charging benutzen, um die zu recyceln. So für die, das waren alle Sala-Karten und natürlich Princess ist auch eine Sala-Karte, basically. Card is broken. Macht die One-Card-Combo oder Two-Card-Kombos. Dann habe ich die Celentis-Line gespielt. Wenn ich schon 2 Karten von 3 spiele, dann spiele ich auch ihn. Der hat sehr viele OTKs gemacht. Der war einfach zu stark. Dann noch Phoenix, Cheetah, SP und Wicked. Wicked hilft, um durch Nip zu spielen, wenn er Wiese sucht. Jedes Deck, was ein Link 1 spielen kann, ist SP einfach super strong, weil du einfach nur 2 Monster brauchst, um die zu bauen und dann was zu banishen. Und dann kannst du einfach in Promethean gehen, Full Combo legen, super stark, war sehr gut. Cheetah habe ich nicht einmal benutzt, aber in der Theorie, alles ist Feuer, Basic Game Format. Und Phoenix hat mehrmals Backrow geforst oder geoutet und mir eine Karte gezogen. Ja, das ist das Side-Deck. Ich habe gespielt mehr Endrefs, 3 Didicrow und 3 Ghost Ogre. Didicrow war gut, Ghost Ogre war decent, hat mir ein 10-Man-Matchup instantly gewonnen.
Old Crow hat mir ein Unchained-Matchup, ein Duell gegen Unchained instantly gewonnen, als er was von sich poppen wollte, um Yama zu triggern. Da habe ich einfach Crow gechained, Target Yama. Hat er nichts bekommen, musste passen, habe ich nur die Card. Und Oga hat zweimal die Temper-Field-Spell zerstört und einmal gegen Slager einfach die Slager-DL-Star in der Spell-Trap-Zone. Da konnte er nicht mehr spielen. Dann habe ich gewonnen. Dann habe ich Background-Removal, ein Duster, drei Cosmic Cyclone. Background-Removal-Generic, Duster habe ich immer reingezeigt durch Sekken, aber nie gezogen. Cosmic war immer sehr strong. Habe ich gemocht, ja. Die wurde auch schon mal gekosmic, als ich sie gesetzt habe, aber sonst habe ich sie, glaube ich, zweimal aktiviert nur. Aber ich habe auch gegen keinen Labyrinth oder Stun gespielt, von daher war das eigentlich okay. Wobei Sala ja gegen Stun instantly gewinnt. Dann habe ich Floodgates gespielt, drei Decklockdown und eine Rivalität. Die hätte eigentlich im Main-Deck sein sollen, habe sie aber jetzt doch im Seite gespielt, war falsch. Die hat mir mehrere Matchups einfach instantly gewonnen, going second gegen Snake Eye. Ich habe ihn gehandtrapped, er endet auf AIP. SP Pass und ich setze einfach nur Rivalität und Pass zurück. Flip Rivalität. Und er muss zur Brücke passen. Er hat sich Krieger gelockt, er hat kein Out. Und ich kann einfach losspielen. Er skilldraint mich, aber ich habe den Grind am Ende gewonnen, weil Rivalität einfach zu stark war. Und Deck Lockdown hat mir gegen Tempai zwei Duelle gewonnen. Und gegen Plants hat es mir zwei Duelle gewonnen. Einmal, weil ich sie aktiviert habe mit Counter Trap. Gegner kann nichts machen. Und ja, ich habe gegen ein Plants. Habe ich gebrickt, Game 3, und da hatte ich zwei davon. Er konnte vier Züge nichts machen. Dann habe ich Full Combo gezogen, habe ihn gefull Combo und habe mit dem Weasel Draw die dritte nachgezogen, habe ihn einfach nochmal geflutgated und da hat er aufgegeben. Und die letzte Karte ist einfach der Rage für Stun und Labyrinth und so. Dann gehst du halt für beide Traps, wenn du weißt, der Gegner spielt wenig oder keine Handtraps. Und dann hast du einen Pop bis zu vier Non-Targeting oder zwei, weil ich meistens auf Sunlight Wolf ende. Sunlight Wolf als Skill. Outet halt auch Skill Drain und Co. Ist halt eine relativ starke Karte. Kann man immer going first rein sein, anstatt eine Handtrap. Weil es basically das gleiche macht, nur dass das sogar ein Sala-Name ist, dass du mit Foxy abwerfen kannst. Oder mit Sunlight Wolf zurückadden kannst. Ist auch ein guter Discard für Silent Mining, weil du sie zurückadden kannst. Und immer wenn die aktiviert wird, Pop 4, gewinnt man einfach sofort das Game. Ja, das ist mein Deck. Ein paar Changes würde ich machen, aber ich habe das auch am Samstag, auf Freitagnacht, auf Samstag gebaut. Shoutouts zu meiner Locals, Katago. Und meinen Freunden, die mir geholfen haben, da mitten in der Nacht das Deck zu bauen über WhatsApp. Hätte nicht gedacht, dass ich in den Top-Cut komme, wurde leider Top 64 von Tempai geschiftert, gedustert und dann wurde Card mehrmals. Aber so ist das Leben, passiert, kann man nichts machen. Ja. Get out! 僕らだけの